Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Nähe Odeonsplatz, nähe Hofgarten. Komm gerade von der Uni. Bin gerade eigentlich sogar sehr überrascht. Bin ein bisschen geflasht. Es sind eigentlich Semesterferien. Ich dachte, das ist so eine Informationsveranstaltung. Okay, ich schau kurz vorbei. Auf einmal war es so ein richtiger Kurs. Begleitend zur Bachelorarbeit. Also sehr viel zu tun in nächster Zeit, aber das haben wir schon hinbekommen. Ansonsten, kurz davor war ich beim Bordeauxplatz, habe ich kurz vorbeigeschaut, habt ihr gerade gesehen beim Intro. Schön zu sehen, dass die Module wieder an sind. Es ist Montag, irgendwann Nachmittag, 1, 2 Uhr. Und trotzdem waren die Module alle an, das war echt cool zu sehen. Hoffe, das geht wieder so ab. Jetzt hier, wieso will ich hier um eine Ausbildung sagen? Ich bin am Modernsplatz Hofgarten, das ist mein Spot. Hier spawnen echt immer richtig krasse Sachen. Immer Trattini, viele Carpador. Und immer wenn man hier zu diesem Stein geht, Moment, zu diesem Stein, es spawnen so 10 Sachen gleichzeitig. Echt krass. Mein Tipp hier für euch, wenn ihr immer hier in der Nähe seid, schaut dort immer vorbei. Mach ich auch immer. Aber Thema von diesem Video heute ist weder die Bachelorarbeit noch der Hofgarten noch irgendwas anderes, sondern ich bin kurz vor Level 39. Das ist aber auch nicht das Thema von diesem Video, sondern bevor ich Level 39 bin, muss ich halt noch das Level zu 38 machen. Ich meine, das Video zu Level 38 habe ich noch nicht gemacht. Ist irgendwie immer was dazwischen gekommen. Auf jeden Fall, ich habe eins zu Level 37 gemacht. Kurze Hintergrundgeschichte dazu. Es kommen jetzt ganz viele Leute, ich muss mal kurz cutten. Level 37, ich bin echt kurz davor, nur noch 55.000, nicht mal. Okay, ciao. Sehen uns. Das war's vom Bargeschäft, musst du wieder gehen. Braucht noch 10.000 Punkte, echt leidend. 37. Ich habe ein Video gemacht, Level 36 auf 37. Da war ich auch richtig stolz, das war ein richtig schwer, das Level. Und kein Event zu der Zeit, es war Winter, es war eiskalt, das war echt schwer, das Level. Dann von 37 auf 38, das ging so schnell mit dem Valentins-Event Doppelbonbons, das locker flockig. Deswegen hatte ich da ursprünglich kein Video dazu gemacht, aber jetzt, bevor ich 39 bin, was die nächsten paar Tage ist, obwohl ich echt da ein bisschen getrüttelt habe. Bevor ich 39 werde, mache ich noch ein Video zu Level 38, weil 38 eigentlich das wichtigste Level ist. Und zwar, weil man die Pokémon auf Max pushen kann, bis Level 38 maximal. Das ist echt leidend, vor allem weil ich, wie ihr wisst, pushen überhaupt nicht mag. Ich bin Anti-Pusher. Deswegen habe ich auch fast 5 Millionen Staub. 4,5 Millionen habe ich jetzt zurzeit. Aber für euch werde ich, für euch und für dieses Video werde ich jetzt 3 Pokémon maximal pushen. 100% Gyarados, das wir bei der Shiny-Tour gefangen haben, der leider nicht Shiny war. 100% Rihorn, weil ihr wisst, ich habe ganz viele Rihorn-Bonbons durch den Botanischen Garten. Und ein 98% Trattini, das muss ich erstmal entwickeln. Und das werden wir dann auch max pushen, die 3 Pokémon. So, zu Hause angekommen, weil auf einmal das Wetter richtig schlecht wurde, richtig windig. Hat sogar geregnet, fettes Gewitter. Ungelogen, das war genau da, wo ich anfangen wollte zu pushen. Also, ich glaube, das war so ein schlechtes Zeichen, ein schlechtes Omen vom Pokémon-Gott. Der wollte, dass ich nicht pushe. Aber ich werde es trotzdem für euch machen und für das Video. Auch wenn es richtig leidend ist, werde ich jetzt ein bisschen was pushen. Wie gesagt, Level 38. Bis dahin kann man pushen. 39 macht es keinen Unterschied mehr. Da kann man nur so weit pushen wie 38. Es gab davor den Trick, dass man mit 2, manche sogar mit 3, manche sogar mit 4 Fingern gleichzeitig auf Pushen drücken und dann konnte man über sein Level pushen, also sogar über die 38, aber ich habe gehört, das geht nicht mehr. Wir werden es vielleicht später noch testen. Als erstes haben wir hier das 100% Gyarados. Das war 100, irgendwas mit 180, über 180 WP. Das Carpador. 2 haben wir sogar davon gefangen, 1 entwickelt, das andere heben wir uns noch auf. Und 100%, das kann man auf jeden Fall ohne Sorgen pushen. Trotzdem leidend, aber Gyarados 100%. Bis Hydro-Pumpe auch nicht schlecht. Also schauen wir nochmal den Staub an. 4.543.000 und 3.353 Bonbons.
Ich glaube, ich schreibe mir das kurz mal auf, damit wir wissen, wie viel wir danach verbraucht, verloren haben. Verschwendet haben, leider. Bonbons, los geht's. So, ich glaube, das war der vorletzte Push. Und für den letzten Push wollten wir es ja mal ausprobieren, ob das der alte Trick noch funktioniert. Zwei Finger, Power up. Ne, funktioniert nicht, oder? Nochmal. Zwei Finger auf Yes. Ne, funktioniert nicht mehr. Max, das war's. 3234, 100% Garados. Wir haben 120.000 Dust verbraucht. Oh mein Gott. Und 148 Bonbons. Sogar mehr, weil den ersten Push habe ich gar nicht mitgerechnet. Nicht schlecht. So, das zweite Pokémon. 100% Rion. Muss ich erstmal entwickeln. So sieht's aus. Movesets. Eigentlich relativ egal, weil Generation 4 kriegt er nochmal eine Weiterentwicklung. Die soll relativ krass sein. Gute Spawns, gerade 100% Onix. Jetzt gerade Lavita. Aber nichts, was wir uns holen können. So, Rizak aus 100%. Mudslap, Megahorn. Megahorn leider richtig schlecht. Aber egal. 100%. Oh mein Gott. Der hatte echt wenig CP, 700 irgendwas. Das heißt, dass man sehr viel pushen kann, das heißt, sehr viel Stopp wird investiert. Ich schreibe mir nochmal das auf. Wir fangen an mit 4.418.000 und 2.156 Bonbons. Auf geht's! Schon so viel gepusht und so viel Staub verbraucht. Und ich kann immer noch echt auf pushen. Das ist echt bitter. Er hat schon 180.000 Staub verbraucht. Und es geht weiter. Mein Gott. 190.000. 200.000. Oh mein Gott, 200.000 Staub. Für einen geht's raus. Oh mein Gott. Wann ist der endlich Max, Alter? Ich will nicht mehr pushen. Genug gepusht, Alter. 3206. Oh mein Gott, ich kann immer noch pushen. Oh mein Gott. 230.000, oder? Wie viel hat der verbraucht? 240.000 Staub. Oh mein Gott, ich kann immer noch pushen. Das war's aber hoffentlich. Ja, endlich. Oh mein Gott. Er hat verbraucht 234 Bonbons. Und fast 250. Ja, sogar 250.000, ja fast 250.000 das. Eine Viertelmillion, oh mein Gott. Endresultat 3.253. Alles klar. So, kommen wir zum letzten Pokémon. 98% Tratini. WP-technisch auch stabil, 611. Nicht ganz so teuer, bitter, leidend wie beim Gihorn. Der war echt low eigentlich. 700 irgendwas. Und ich habe eins gefangen, das hat sogar fast 1400, also eigentlich das Doppelte. Aber fangen wir an. Erstmal entwickeln zu Dragonier. Und jetzt zu Dragonair. Movesets. Bin eigentlich für alles offen. Ich sehe es nicht so streng mit den Moves wie manche andere. Steelwing Hurricane. Nee. Aus Aschheim, Germany. Shoutout an Benny. Der Anführer von Aschheim. Der Gelben. Hat 2,5. Der geht auf, keine Ahnung, zu viel. Das heißt zu viel pushen, aber los geht's. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie viel Staub wir noch hatten. Zweimal habe ich jetzt schon gepusht. Jetzt 959 Bonbons nach zweimal pushen. Wir sind also unter die 1000 geraten. Das heißt, wir müssen demnächst mal wieder eine Dratini-Tour machen.
Oh mein Gott. Möglicherweise gehen wir unter die 4 Millionen. Mein Gott, dann haben wir fast über 500.000 Staub heute verbraucht. Puh, das war's. 3.522, 160.000 Staub verbraucht. Bisschen mehr, weil zweimal gepusht davor noch. Um die 170 Bonbons, 180 Bonbons. Gemaxt, ups. Das ist jetzt theoretisch unser stärkster. Das ist jetzt unser stärkstes Pokémon. Was auch eine kleine Vorschau auf das Video morgen ist. Dort werde ich nämlich meine stärksten Pokémon zeigen. Inklusive den drei heute. Ansonsten wäre es ein bisschen peinlich geworden, weil ich bisher noch nicht so viel gepusht habe. Dementsprechend die noch nicht so stark sind. Also, das war's für heute. Drei Pokémon gemaxt. Dann Level 38, 38. Deswegen das wichtigste Level. Über 500.000 Sternstaub verbraucht. Echt bitter, echt leidend. Die muss ich mir demnächst wieder ansammeln. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie viele Pokémon ihr gemaxt habt. Pusht ihr gerne. Welches Level seid ihr? Könnt ihr schon eure Pokémon auf Max pushen? Wie gesagt, morgen meine stärksten Pokémon. Ihr wolltet das sehen. Endlich kommt es morgen. Freut euch da drauf. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.